Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. In den 1990er Jahren beschloss die britische Armee, ihre alternde Flotte leichter Aufklärungsfahrzeuge zu ersetzen, die seit über 40 Jahren im Einsatz waren. Außerdem wollte man ein gepanzertes Kampffahrzeug mit einer Plattform kaufen. Dabei handelt es sich um ein Basisfahrzeug, das in vielen Varianten für verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden kann. Sie sollten alle die gleichen mechanischen Grundteile haben, um die Logistik für die Lieferung von Ersatzteilen, die Ausbildung von Mechanikern und die Bereitstellung der richtigen Ausrüstung für die Wartung und Reparatur dieser gepanzerten Kampffahrzeuge zu vereinfachen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Ajax-Programm ins Leben gerufen. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf den Ajax-Kampfpanzer und sehen, welche Fortschritte bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft gemacht worden sind. Bevor wir anfangen, wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr davon sehen möchtet, vergesst nicht, uns zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr weitere Videos direkt auf eure Benachrichtigung erhaltet. Ajax, früher bekannt als Scout SV, ist die Aufklärungsvariante des von General Dynamics UK für die britische Armee entwickelten gepanzerten Kampffahrzeugs Specialist Vehicle. Ursprünglich war das britische Programm als Future Rapid Effect System bekannt. Später wurde es in zwei separate Beschaffungsprogramme aufgeteilt. Eines davon war das Specialist Vehicle Programm, das ein neues Aufklärungsfahrzeug und eine Familie von gepanzerten Kettenfahrzeugen vorsah. Die neue Familie umfasst verschiedene gepanzerte Fahrzeuge, wie zum Beispiel ein Aufklärungsfahrzeug, ein Spezialträgerfahrzeug, ein Instandsetzungs- und Bergungsfahrzeug, ein Gefechtsstandfahrzeug und so weiter. Verschiedene Varianten des Fahrzeugs ermöglichen die Durchführung unterschiedlicher Operationen und ein hoher Grad an Gemeinsamkeiten zwischen den Fahrzeugen vereinfacht die Wartung und Logistik. Im Jahr 2014 erhielt General Dynamics UK einen Produktionsauftrag zur Lieferung von insgesamt 589 Spezialfahrzeugplattformen für die britische Armee im Wert von 5,5 Milliarden Pfund, der größte Einzelauftrag für ein gepanzertes Fahrzeug für die britische Armee seit den 1980er Jahren. Die Auslieferungen begannen 2017 und die letzten Lieferungen waren für etwa 2025 geplant. Der Spürpanzer Ajax ist eine Basisvariante dieser Familie, die den bisherigen FV107 Scimitar ersetzen wird und auf dem Schützenpanzer Ascot II basiert. Er wird zur Nachrichtengewinnung, Überwachung, Zielerfassung, Aufklärung und Bekämpfung eingesetzt. Insgesamt wurden 245 Ajax-Aufklärungsfahrzeuge für die britische Armee bestellt, darunter 198 Aufklärungs- und Angriffsfahrzeuge, 23 Feuerleitfahrzeuge und 24 Überwachungsfahrzeuge. Diese neuen gepanzerten Fahrzeuge sollen mindestens 30 Jahre lang im Einsatz bleiben. Insgesamt ist der Ajax eine wesentlich modernere und zuverlässigere Plattform für bemannte Aufklärungseinsätze als der bisherige Scimitar. Der Ajax hat einen Turm und ist mit einer voll stabilisierten 40 mm Kanone bewaffnet, einer sehr leistungsstarken Kanone, über die nicht viele gepanzerte Kampffahrzeuge auf der Welt verfügen. Es handelt sich um eine fortschrittliche Waffe mit Hülsenmunition. Durch den Einsatz dieser Kanone konnte der Kampfraum verkleinert werden, da die Munition außerhalb des Mannschaftsraums gelagert wird. Die Kanone hat eine effektive Reichweite von 2,5 Kilometern und eine Feuerrate von 180 bis 200 Schuss pro Minute. Mit dieser leistungsstarken Waffe können gegnerische Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter problemlos besiegt werden. Dieses Fahrzeug verfügt auch über ein koaxiales 7,62 mm Maschinengewehr. Das Aufklärungsfahrzeug Ajax ist mit fortschrittlichen Haupt- und Hilfszielgeräten ausgestattet. Außerdem ist er mit akustischen Detektoren, einem Laserwarnsystem, einem lokalen Situationserkennungssystem sowie einigen anderen Spezialsystemen ausgestattet. Außerdem soll der Ajax mit einem Bodenradarsystem ausgestattet werden. Das Radar kann auch Hubschrauber, unbemannte Luftfahrzeuge und Täuschungssysteme aufspüren. Es wird behauptet, dass der Ajax in Bezug auf Schutz und Überlebensfähigkeit der beste seiner Klasse ist. Das Fahrzeug verfügt über eine fortschrittliche modulare Panzerung und einen innovativen Schutz gegen Minensprengungen.
Es bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Handfeuerwaffen, Artilleriegranatsplitter und Minensprengungen. Besatzung und Passagiere sitzen auf sprengwirkungshemmenden Sitzen, die nicht mit dem Fahrzeugboden verbunden, sondern aufgehängt sind. Bei Bedarf werden zusätzliche Panzersätze angebracht und neuere Panzermodule können eingebaut werden, sobald diese verfügbar sind. Das Basisfahrzeug wiegt 34 Tonnen. Mit Zusatzpanzerung erhöht sich sein Gewicht auf 42 Tonnen. General Dynamics hat das Fahrzeug mit elektronischen Gegenmaßnahmen, nuklearem, biologischem und chemischem Schutz sowie Feuerlöschsystemen ausgestattet. Das gepanzerte Aufklärungsfahrzeug Ajax wird von einer dreiköpfigen Besatzung bedient, bestehend aus Kommandant, Richtschütze und Fahrer. Dieses Fahrzeug hat eindeutig die Möglichkeit, zusätzliche Passagiere zu befördern. Es wurde jedoch nicht bekannt gegeben, wie viele Speer es befördern kann. Es gibt eine Hecktür zum Ein- und Aussteigen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem deutschen MTU V8 199 TE21 Turbodieselmotor, der 816 PS leistet. Der Motor ist vorne montiert und mit einem vollautomatischen 6-Gang-Getriebe Renk 256B gekoppelt. Der Motor des Ajax hat eine für dieses Fahrzeug überdurchschnittliche Leistung. Während der Erprobung hat das Testfahrzeug ein zusätzliches Gewicht von 62 Tonnen über 300 Kilometer gezogen, was zeigt, dass es ein Wachstumpotenzial für die nächsten 30 Jahre hat. Der Ajax kann mit zusätzlicher Panzerung oder verschiedenen Geschützturmen ausgestattet werden, ohne seine Mobilität zu verlieren, und verfügt über ein leises Hilfsaggregat, das für verdecktes Herumlungern genutzt wird. Vom Ajax gibt es mehrere Varianten, darunter das Spezialträgerfahrzeug Ares. Es handelt sich dabei nicht um ein typisches Infanterieträgerfahrzeug, sondern um ein Trägerfahrzeug für Pioniere, Gefechtsfeldaufklärung oder Flugabwehrraketenteams. Der Ares kann gepanzerte Spezialtruppen transportieren und unterstützen. Er hat eine Besatzung von 2 Mann, Kommandant, Schütze und Fahrer und kann bis zu 7 Spezialisten befördern. Seine Bewaffnung beschränkt sich auf ein ferngesteuertes schweres 12,7 mm Maschinengewehr. Insgesamt wurden 59 gepanzerte Spezialträger Ares sowie 34 Formationsaufklärungsfahrzeuge bestellt. Der Ares wird den bisherigen FV-103 Spartan ablösen. Eine weitere Variante ist das Reparatur- und Bergungsfahrzeug Apollo. Ausgestattet mit einem Kran birgt und schleppt es beschädigte Fahrzeuge und übernimmt auch die Wartung vor Ort. Insgesamt wurden 50 Apollo-Fahrzeuge bestellt. Das nächste Fahrzeug ist das Atlas-Bergungsfahrzeug. Ausgestattet mit einem frontal montierten Planierschild kann es beschädigte Fahrzeuge bergen und zur nächsten Wartungseinheit schleppen. Dieses gepanzerte Bergungsfahrzeug ist in der Lage, alle aktuellen Fahrzeuge der britischen Armee, einschließlich Kampfpanzer, abzuschleppen. Insgesamt wurden 38 dieser gepanzerten Fahrzeuge bestellt, die den FV-106 Samson ersetzen werden. Das Kommando- und Kontrollfahrzeug Athena ist ein mobiles Hauptquartier auf dem Schlachtfeld. Es hat eine Besatzung von 2 Mann, transportiert aber auch einen Wächter. Insgesamt 112 dieser Fahrzeuge wurden bestellt, um den FV-105 Sultan zu ersetzen. Das gepanzerte Pionierfahrzeug Argus ist mit einer speziellen Pionierausrüstung ausgestattet. Insgesamt wurden 51 dieser gepanzerten Fahrzeuge bestellt. Die gepanzerte Ambulanzvariante wurde nicht bestellt, wird aber wahrscheinlich in Zukunft an die britische Armee geliefert werden. Für den FV-104 Samaritan gibt es derzeit noch keinen Ersatz. Eine weitere Variante, der leichte Panzer, der mit einer 120mm Kanone bewaffnet ist, wurde noch nicht bestellt, könnte aber in Zukunft erscheinen. Vom Konzept her wäre er dem leichten Panzer FV-101 Scorpion ähnlich. Außerdem gibt es einen Panzerabwehrraketenträger, der mit Brimstone-Panzerabwehrraketen ausgestattet ist. Doch nach Milliarden von Pfund und 12 Jahren Bauzeit weiß niemand, ob und wann Ajax in Dienst gestellt wird. Einem Bericht des britischen Unterhausausschusses über das Ajax-Programm vom Juni dieses Jahres zufolge hatte das Verteidigungsministerium bis Dezember 2021 3,2 Milliarden Pfund an General Dynamics gezahlt, wobei das Fahrzeug konstruiert, 324 Wannen gebaut und 143 Fahrzeuge montiert und getestet wurden. Das Verteidigungsministerium hatte zu diesem Zeitpunkt 26 Ajax-Fahrzeuge enthalten.
Die langsame Entwicklung des Programms hat jedoch zu einer Reihe von Verzögerungen geführt. Im Jahr 2014 verlängerte das Verteidigungsministerium den voraussichtlichen Termin für die Inbetriebnahme um 3 Jahre von 2017 auf Juni 2020 und verfehlte anschließend den revidierten Zieltermin vom Juli 2021. Im selben Jahr räumte das Verteidigungsministerium öffentlich Bedenken wegen übermäßigter Lärm- und Vibrationsbelastung für die Besatzung der Plattform ein, was dazu führte, dass Dutzende von Soldaten nach der Teilnahme an Versuchen mit den Fahrzeugen dringend Gehöruntersuchungen benötigten. Trotz der Bemühungen, die Probleme mit dem Fahrzeug zu beheben, sind sie seither ungelöst geblieben. Im Bericht des Ausschusses hieß es Anfang des Jahres, das Verteidigungsministerium wisse nicht, wann Ajax in Dienst gestellt werden könne. Das National Audit Office erklärte, dass die Probleme mit Lärm und Vibration weiterhin ein erhebliches Risiko für das Programm darstellten. Das Verteidigungsministerium und General Dynamics UK sind sich nach wie vor uneinig über die Sicherheit der Fahrzeuge und darüber, ob die vertraglichen Anforderungen nicht eingehalten wurden. Während die Erprobung mit Armeeangehörigen gestoppt wurde, hat General Dynamics nach Angaben des National Audit Office die Produktion fortgesetzt, ohne im Jahr 2021 eine Zahlung zu erhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass das Ziel der vollen Einsatzfähigkeit der Ajax-Familie im Jahr 2025, 15 Jahre nach der Auftragsvergabe für das Programm, erreicht wird, sodass die britische Armee auf ihre veralteten Warrior-Kampfpanzer angewiesen ist. Was denkt ihr über Ajax und die Probleme, mit denen es konfrontiert ist? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um unsere neuesten Videos direkt auf eure Benachrichtigungen zu erhalten.